Name ist Tanja Kügelmeier und ich bin hauptamtliche Diözesanvorsitzende beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend, dem Dachverband der katholischen Jugendverbände im Bistum Regensburg. Ich darf heute meinen Lieblingsheiligen vorstellen. Und als die Anfrage kam, dachte ich mir tatsächlich erstmal, oh, habe ich so jemanden überhaupt? Nach längerem Überlegen habe ich dann aber festgestellt, bei uns in den katholischen Jugendverbänden spielen je nach Verband verschiedene Heilige schon eine sehr wichtige Rolle. Ganz oft hängt die Spiritualität des jeweiligen Jugendverbandes auch von ihrem Patron ab. So ist es zum Beispiel bei der Kolping-Jugend natürlich der selige Adolf Kolping oder bei den Pfadfindern der heilige Georg. Ich bin allerdings in der katholischen Landjugendbewegung groß geworden. Und da ist der Verbandspatron der heilige Klaus von der Flüe, Niklaus von der Flüe oder Bruder Klaus. Und den darf ich jetzt im Haus Werdenfels, wo man viele Spuren von ihm findet, etwas mehr vorstellen. Bruder Klaus ist 1417 in der Schweiz in Flüli geboren und 1487 gestorben. Dazwischen hat er ein sehr bewegtes Leben. Das fängt an, dass er als Bergbauernsohn sich von den Gleichaltrigen schon unterschied, weil er Visionen über seine Geburt und seine Taufe hatte. Und es führte sich auch weiter, dass er zwar Bergbauer gelernt hat, aber schon immer sehr eng mit Gott und der Religion verbunden war, was sich zeigte, dass er fastete und auch immer wieder die innere Einkehr, also den Weg zur Mystik schon suchte. Er hat dann auch verschiedene politische Ämter immer wieder wahrgenommen und aus diesem Impuls ist dann letztendlich auch das entstanden, dass er sich komplett zurückgezogen hat, indem er eben dann feststellte, dass nicht überall Gerechtigkeit durchzusetzen ist, hat er sehr mit sich zu hadern angefangen. Und da war es dann so, dass nach 2 Jahren seine Frau, die Dorothea, ihm quasi das Ja gegeben hat, dass er sich als Einsiedler zurückziehen darf. Aber auch in der Einsiedelei war es nicht so, dass Bruder Klaus komplett in sich versunken, in die Beziehung zu Gott suchend verweilte, sondern er war immer up to date. Er war ein Friedensstifter und zum Beispiel der Schweizer Frieden zwischen den verschiedenen Bundesgenossenschaften geht auf ihn zurück, das sogenannte Stanzer Abkommen. Bruder Klaus fühlte sich ja immer sehr zur Mystik hingezogen. Und was ich dabei sehr interessant finde, ist, er war eigentlich Analphabet, also er konnte die Bibel zum Beispiel nie lesen. Er sagt aber, sein Buch, das ist das berühmte Klausrad, das man zum Beispiel im Haus Werdenfels im Logo auch sieht. Das Klausrad besteht ja aus 3 Speichen, die von außen nach innen führen und von 3 Speichen, die von innen nach außen führen. Dafür gibt es dann 2 Interpretationsmöglichkeiten. Einmal den Menschen in der Mitte, von dem Impulse nach außen gehen, auf den aber zum Beispiel auch Gott in verschiedenen Formen einwirkt und auf den auch die Umwelt einwirkt. Oder das Rad wird auch immer wieder als die Liebe Gottes, die uns alle umfasst, gedeutet. Und die Liebe Gottes, die dann quasi auf den Einzelnen einwirkt und der Einzelne aber auch wieder in der Liebe Gottes nach außen wirkt. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu Bruder Klaus, der immer wusste, was um ihn herum passierte, dem es ein Anliegen war, auch nach außen einzugreifen, sich aber trotzdem immer wieder im Gebet versuchte, auf seine Mitte zu besinnen und auf Gott zurückzufinden oder zu Gott zurückzufinden. Musik.